Actions back, don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you're discreet now. Keep ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make and a name, like huh? Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. March until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. Like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. I'm just like a soldier, I keep on moving forward. So, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen, 24er bei mir. So, machen wir die Musik noch aus. So, also, herzlich willkommen beim 24-Stunden-Rennen, auch bei mir auf dem Kanal. Ihr seht ja schon unten, mein Stint ist quasi von 20 bis 22 Uhr. Danach geht's zum CT-Meister. Guten Abend, Battlecat, guten Abend, Wursti, schön, dass ihr da seid. So. Mir steht quasi bereit. Ich gehe mal gleich in die Lobby rüber, dass wir dann auch gleich loslegen können. Ja, und dann bin ich gespannt, was sie die nächsten zwei Stunden bringen. Wir haben auch wie bei den anderen Multiclass, Gruppe 3 und LMP 1. In diesem Sinne, lasst uns rübergehen und dann legen wir gleich los. So, ich hoffe, ihr hört alles. Ich hoffe, ihr habt meinen Sound, ihr versteht ihn gut. Na, da sind wir mit Sophie drauf. Die führt ja quasi das Rennen beim Hotspur an, also ihr Team. Der Klusmann, da haben wir 28 Runden. Ja, und dann geht's gleich bei uns los. Ja, eine Runde gibt's ja noch und deswegen bleiben wir auch auf dem führenden Team drauf. Heute fahren bei mir dann noch mit der Batti, der Sibi, die Sophie, also Alpha Blitz fährt noch mit, der Flopsy haben wir dabei, dann haben wir den Marc dabei, dann ist noch Magnussen dabei, dann haben wir Filowitz 87, danke für den Follow. Vielen, vielen Dank, Filowitz. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Dann haben wir noch dabei, Magnussen haben wir vorhin schon gehabt, dann haben wir den Monchi war es, glaube ich. Wollen wir nochmal gucken, ja. Das waren quasi. Kannst du nicht so schnell lesen, also, ja. Warte mal, machen wir einfach die Tabelle ein bisschen größer. Monchi haben wir dabei. Das waren quasi die LMP1-Fahrer. Dann haben wir den Lefty dabei. Und da geht es jetzt gleich in die Boxengasse. Jetzt haben wir gleich das Rennen für uns gestartet. Ich bin gespannt. Sophie wird gleich rausgehen mit ihrem LMP1-Fahrzeug an Nummer 1 liegen. Da findet der Reifenwechsel statt. Und dann geht es los, liebe Zuschauer. Vollgetankt wird's. Und wir eröffnen von meiner Seite aus die 24 Stunden. Wir sind im Stint Nummer 4. Und da sind wir drauf mit Sophie im LMP1. Die hat ja auch schon den ersten Stint gefahren. Und dann geht es los. So, die Abstände sind links gleich aktuell. Das heißt, sie kommen von dem Kotzbe TV rüber zu mir. Und dann wird automatisch der Abstand hier zwischen 1, 2 dementsprechend dann errechnet. Ja? Und Flopsy ist auch da. Flopsy kommt raus. Wir haben 24 Sekunden Unterschied hier zwischen Platz 1 und Nummer 2. So, muss ich doch mal gucken. Vom Döner Racing Team. Ja? Also 24 haben wir 24 Stunden. 130 Runden in der letzten Runde gehen sie dann quasi rein.
Und dann geht schon CT-Meister dann nach mir als Streamer wieder auf die Reise. Und dementsprechend, das ist der ganze Wechsel bei uns. Wie gesagt, CT-Meister, der gute Knüppel, Kotzbier und meine Wenigkeit. So, Freunde, also, die beiden haben jetzt einen Unterschied von 30 Sekunden. Na, und wir haben schon einen gehörigen Abstand zu Platz 3. Mal schauen, wer als Dritter rauskommt. Werden wir gucken. Na? Werden wir sehen. Und dann sehen wir schon mal. Wo haben wir es denn? Lopsi, wie gesagt, von Döner. Und da haben wir Monsch. Entschuldigung. Monsch haben wir hier auf Platz Nummer 3. Und Monsch fährt bei, wo ist denn? Monsch hier bei F1R. Und da kommt der Raid vom Ralf. Herzlich willkommen bei mir, State Nummer 4. Vielen, vielen Dank, Ralf. Danke dir. Danke dir, Julian. Vielen, vielen Dank und viel Spaß bei mir von 20 bis 22 Uhr. Clem Hayes, einen wunderschönen guten Abend. Danke dir, schön, dass du da bist. Danke dir, Marc. So, dann haben wir den Master unterwegs. Master hier, der erste im Gruppe 3 Fahrzeug. Danke dir, Entschuldigung, für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Dino, servus, schön, dass ihr da seid. Danke dir, Luca. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Jeder wie ein Taubenschlag hier. Danke dir, Vancouver. Vielen, vielen Dank. Und danke dir auch für deine Bigs, Dead Specs. Hallo, hallo zusammen. So, jetzt den Taubenschlag zu. Kurz mal auf den Chat achten und dann Servus. Geht's gleich weiter. Danke den Rockenfeller, vielen, vielen Dank. So. Also, vielen, vielen Dank erstmal, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Danke dir, Doma. Geil, geile Geschichte. So, wir sind jetzt immer noch auf Platz Nummer 3, also der erste GT3 von Mazda. Mazda haben wir, lasst mich gucken auf meine Tabelle. Ich dachte mit meinen Jungs hier, Mazda. Danke, die Biene. Wahnsinn, was für ein Name. Geil. Danke, der PTL. Also, Mazda haben wir von Impro Motorsport auf der Nummer 4. Lev, die haben wir jetzt auch, ist der zweite der Gruppe 3 Fahrzeuge. Gehen wir ein bisschen weiter. Bati haben wir an Nummer 6 hier gesehen. Bati fährt für T49. Dann haben wir Herr Grewe auch hier im Gruppe 3 Fahrzeug hier unterwegs. Herr Grewe fährt. Hoffen. Nein, die Welle will ich nicht ändern. Danke dir. So, GT3. Herr Grewe fährt für KW. Und da hat er innen drin schon ein Überholungsmanöver. Da gibt es schon die blaue Flagge. Und das ist natürlich diese Schwierigkeit an diesem engen Kurs. Und wir sehen, die Sophie, die Frau Eifelblitz fährt eine 55er Zeit und du hast ja dann immer wieder das Überholmanöver mit den GT3-Fahrzeugen. Also immer den Rückspiegel im Blick haben, weil es wird sonst hier etwas schwierig. Und so, und hier, liebe Freunde, auf Platz 8 haben wir den Sebi alias Hubbelschlunze. Hubbelschlunze. Genau. Vielen, vielen Dank, Obi-Wan Kenobi, für deine Bits. Vielen, vielen Dank. Also, da sehen wir ja gesagt, ich soll doch bitte nicht so oft auf ihn drauf gehen. So, ich bleib doch mal einfach drauf, weil der Hobelschlunze, alias Hobelschlunze, da dürfte vielleicht auch mehr bekannt sein, weil im Discord heißt der Hobelschlunze, der möchte nicht so oft gezeigt werden und ich mache das mit Absicht. Du wirst den ganzen Stream von mir hören. Ich werde immer wieder auf dich drauf gehen. Na, nur für dich. So, das sind im Augenblick die 8 Personen. Nein, 9. Jetzt haben wir hier Nürburgring Picks im Gruppe 3 Fahrzeug. Raus auf Platz 9.
Na, da geht es jetzt auch schon los. Und wir haben zu Sophie zwischen Platz 9 und Platz Nummer 2 haben wir jetzt schon 6 Runden. 6 Runden haben wir. Und da haben wir quasi auf Platz 9. Also, ich muss sagen, bis jetzt ein super geiles Event. Gefällt mir richtig gut. Meine Stream-Kollegen machen das natürlich richtig gut. Finde ich richtig geil. Hier immer wieder schön zusammenzuarbeiten mit dem CT, mit Prippe, mit unserem Ralf natürlich. Ne? Da ist schon alles so ein bisschen eingespielt, schon das Ganze. Also da kann sich auch jeder auf den anderen verlassen, was das angeht. Ne? Und dieses Event ist natürlich richtig gut. Multiclass ist auch noch was Neues bei mir vom Prinzip, was ich so in dem Sinne auf so einem Kurs noch nicht hatte. Multiclass schon, aber halt auf so einer engen Strecke. Viele kennen es ja vom Nürburgring als Beispiel, dass da Multiclass gefahren wird, aber auf so einer engen Strecke, wo du ja teilweise nur eine Minute Zeit hast. Ne? Und dann hast du noch Verkehr hart. Und Sophie hat vorhin auch mal so anklingen lassen. Es ist schon. Es ist anstrengend, muss man schon sagen. 2 Stunden auf dem Kurs und dann die ganze Zeit. Du bist ja eigentlich nur unter Dauerstress. Wie seht ihr das Ganze? Im Chat könnt ihr ja gerne mal eure Meinung und auch, ja, sind ja auch einige Fahrer da, wie ihr das Ganze so seht. Weil jetzt hat er wieder ein Kaliber. Ja, Melvin, schau mal. Melvin, grüß dich, schön, dass ihr da seid. Ich sagte, ich muss mal durchgehen. Menem ist da, natürlich. Wo ist die Bar? Dexpex ist da. Rockefeller haben wir schon gesehen. Der Mark ist da. Ja? Dann haben wir den Master. Wird angefeuert vom Tilor. Luca ist da. Vancouver ist da. Titus ist da. Dann der Opi ist da. Paintball haben wir auch schon gesehen. Wahnsinn, was heute Abend schon wieder los ist. Und Oavio. Oavio. Entschuldigung, wenn ich es richtig oder falsch ausgesprochen habe, bitte sagt mir da bitte Bescheid. Ja, Oavio ist da, genauso wie Hayes ist da. Super, vielen, vielen Dank, dass ihr schon da seid. Und ich hoffe, ihr habt auch genauso einen geilen Abend wie hier. Sehen wir dann gleich wieder eine Überrundung. Blaue Flagge wird geschwenkt beim Nürburgring Picks. Wir gehen mal weiter. Magnussen steht noch in der Box. Der Major De Sola steht noch in der Box. PET Senna steht noch in der Box. Und der Marc in der Box. So, warum sind wir nur 13 Leute? Ganz einfach. Kotzbär TV hat sich quasi nicht angemeldet in dem Sinne. Und dadurch sind wir nur 13 Fahrer. So, hier sehen wir schon Überholmanöver von der Sophie, die 35 Minuten Vorsprung hat. Ne? 11 Runden von 130 sind schon gefahren. Also, es geht wirklich ratzfatz. Sophie, ja, fährst du quer, siehst du mehr? Kleines Rädchen hinten auf dem Gras, das ich ja gestern so wunderschön im Streamerrennen gemäht habe. Ne? Also, ja, wenn man nicht trainieren kann, von der Zeit her, fährt man natürlich mehr im Gras als alles andere. Hat aber Spaß gemacht. Gestern wirklich das Streamerrennen war super und auch was die anderen Jungs hier für Zeiten gestern im Streamerrennen hier gibt. So, Gant Gaming ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. So, unser Flopsy hier auf Platz 2 zu Platz 3. Wird jetzt quasi der Abstand noch nicht angezeigt, nur der Gesamtstand von Gesamtabstand von 1 Minute und 43. Ja, 1 Minute. Okay. Gut, haben wir da vorne 1 Minute 53 zur Sophie. 36 haben wir da. Also haben wir schon so ein bisschen Unterschied. So, dann haben wir den Batti jetzt mittlerweile auf die 4, hat sich schon nach vorne gearbeitet. So, jetzt aufpassen, Kofi geht nach links. Er hat Gnade vor rechts walten. Oh, ein Schlag hier vom Kollegen Nürburgring Picks, aber keinen Schaden davon. Keinen Schaden. Ich will gucken, was Lefty so macht. Du willst gucken, was der Lefty so macht? Dann schauen wir doch mal, was der Lefty so macht. Der Lefty auf Platz 6. Lefty im Augenblick auf Platz 6. Und dann gehen wir doch mal mitten rein mit dem Lefty, ne? Unserem Kollegen aus Belgien. Ja. Mazda haben wir davor. Na, also die beiden haben direkt den Konkurrenzkampf hier. Der BMW M6 gegen den Mercedes. So, Überholungsmanöver haben wir auch. Ihr seht rechts, wo ich natürlich sitzen würde. Oder sitze eigentlich. Da kommt jetzt gleich noch ein Fahrzeug hier.
Das ist der zweite, das ist der Flop. Sie geht jetzt dran vorbei und Winch hat einen Fahrt hier zwischen Lefty und Master. Also, du hast hier nicht nur Heinz, einen wunderschönen guten Abend. Moni ist auch da, schön, dass du da bist. Wir haben ja hier nicht nur Zweikämpfe zwischen den Fahrzeugen unter sich, sondern halt auch hier zwischen der Gruppe, also die LMP1 und die Gruppe 3. Und da musst du dann aufpassen, wenn halt jetzt von hinten einmal so, oh nein, da haben wir den Abflug. Den Abflug haben wir vom Kollegen Master, hat aber keinen Schaden davongetragen. Gott sei Dank keinen Schaden. Na, das ist es immer, die Kurve ist echt zum Haare rausreißen, ne? Was du hier von Impro Motorsport, das hat er nochmal Glück gehabt, aber dadurch hat er den Platz verloren. Ne? Den Platz hat er verloren. Wir gehen mal ein bisschen weiter hinter, vielleicht haben wir mittlerweile den neuen aus der Box, ne? So, nur bei den Picks immer noch und Flopsy geht in die Box, Flopsy geht in die Box. Warum ist Flopsy in der Box? Flopsy, keinen Schaden, kann ich euch schon mal sagen, aber das spielt es nicht. Ja? Scheiß danke, Flopsy. Scheiß danke, Mann. Ja, Flopsy schreibt, Flopsy, einen wunderschönen guten Abend. Ich hole dich wieder raus. Ja, genau. Also, Flopsy, konzentrier dich aufs Rennen und danke, dass du da warst. Go, Sebi. Ja, Prübe ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend, Prübe. Auch mal Melvin. Nicht im Chit-Chat. Ja, aber manche Leute, die brauchen es einfach, um sich abzuregen und sonst irgendwas. So, Flopsy ist wieder raus. Liebe Zuschauer, er hat sich wieder auf die Strecke begeben. Ne? Jeder Sport heute zum Schlussspurt nochmal richtig an raus. Richtig. Hey, so. Active for President. Ja, muss man natürlich schauen. Wie gesagt, das letzte Mal jeder Sport mit so einem Event. Danach am 4.3. sind wir ja eh schon alle. Ja. Sind wir ja eh schon alle unterwegs auf dem GT4. Wie gesagt, haben wir aber noch so ein paar Rennen auf dem Sport. So, unser Monchi auf Platz 3 überholt jetzt quasi den Herrn Grieve in seinem Gruppe-3-Fahrzeug. Also, immer wieder mal aufpassen, immer wieder mal schauen. Rechts sieht er natürlich auch die Zahlen, was halt weiter sind. 1,56, 3, 2, 5. Na, die fahren halt schon richtig geil. Zeit. An 56 Zeiten hier auch beim Batti mit seinem Audi. So, der Lefty hängt hier mitten drin. 1:04 sind so die Zeiten, was man hier so fährt mit so einem Gruppe 3 Fahrzeug. Wie ist denn jetzt mit No Nicknames Gruppe unterwegs? Schauen wir mal, wer ist denn jetzt für die Gruppe von No Nicknames? Schauen wir gleich mal. Wir sind bei... war unterwegs, wenn die Nase zweimal kickt. Das ist Dustin Dirt Drivers Academy. Und da ist der Lefty unterwegs, Moni. Der Lefty. Genau. Ich muss immer gucken, die anderen Jungs haben es ja schon seit über 2 Stunden im Blick. Ja? Aber war ich ja genau richtig drauf. So, muss aufpassen, der Lefty. Von hinten kommt die Gefahr, die Bedrohung. Da muss natürlich auch Platz gemacht werden. Der GT3-Fahrer muss natürlich aber auch trotzdem aufpassen, dass er hier den Kollegen da nicht mitnimmt. Aber man will ja auch nicht zu viel Zeit verlieren. So, dann haben wir den Master hier, wie gesagt, auf der Position 6, 4,1 Sekunden Rückstand. Der Sebi hier hobelschlund sich. Hab dich so im Blick, mein Freund. Du kannst dir den Stream danach gerne nochmal anschauen. Ja, ich hab dich im Blick. So, hier 56,903 seine Zeit und jetzt nochmal blaue Zeit. Hier Verbesserung in seinem Stint. 22 Sekunden quasi Rückstand auf den Kollegen vor ihm. Aber ihr müsst ja immer bedenken, ihr habt ja noch die Abstände. Hier 4 Minuten 20 auf die führende Person und die heißt Eifelblitz. So, bleiben wir mal kurz drauf. Wenn wir hier gleich auf die Start- und Ziellinie gehen, was für eine Zeit rauskommt. Hat er gut die Kurve noch sehr, sehr gut bekommen. Bisschen Zeit plus gehabt. Mal gucken, was für eine Endzeit rauskommt hier, wenn sie mit fast 300 km/h. Schauen wir mal, schafft ihr die 300 km/h? 1,56, 4,12. Und? Jo, 300 km/h geknackt. Street Fighter Alex, danke für den Follow.
Danke dir, Street Fighter. Vielen, vielen Dank für dein Fall. So, Herr Grewe, wie gesagt, auf Platz 8 mit seinem GT3 Bulli denn? Na, in dem Fall ist es der M4. Z4, Entschuldigung, nicht. M4, der. Hier, oh, Flopsy ist schon wieder in der Box. Flopsy mit Motorschaden, liebe Freunde. Flopsy, Motorschaden schon wieder in der Box. Und die Stoßstange auch in Mitleidenschaft gezogen. Mal schauen, kriegen wir es irgendwo mit aufs Bild? Nein, da war er schon in der Box. Ja. Dann ist also schon wieder raus. So, gehen wir mal auf Herr Grewe. Den haben wir gerade gesehen. So, und Marc ist jetzt auch raus. Marc haben wir rauf. Platz 10 ist der Marc. Marc fährt für Blue Sharks Racing. Blue Sharks Racing auf Platz 10. 13 Minuten Rückstand. Also, ihr seht auch die tatsächlichen Abstände auf der linken Seite. 13 Minuten 42 ist der Abstand. Hier zwischen Platz Nummer 1, der LMP1, und Platz 10, der letzte quasi in der LMP1-Klasse. Ja, und jetzt, hier sehen wir es auch schon. Bisschen Stau. Ja, die Fahrzeuge sind natürlich auch langsamer. Knapp 9 Sekunden, 8, 9 Sekunden sind sie langsamer. Und wie gesagt, man muss ja links, rechts schauen. Oh, mal aufpassen, dass hier kein Unfall passiert. Also, ganz hartes Duell hier. Kurz gewesen zwischen dem GT3-Fahrzeug. So, dann haben wir Senna ist mittlerweile auch raus. Senna ist auch da von TBT Motorsport. Haben wir auch ihn draußen. Jetzt unterwegs 14,5. Ja, 14,6 Minuten Unterschied haben wir zwischen 1 und Nummer 11. Sechste Runde haben wir jetzt bei Senna und Major Desola ist jetzt mittlerweile auch. Dritte Runde hat jetzt hier Major Desola. Kenne ich persönlich noch von meiner Formel 1 Zeit, wo ich Formel 1 kommentiert habe. Da war Major Desola auch immer dabei. Und Major Desola führt für EST, oder? Jetzt nicht, aber Magic ist Ola. Ich höre meine Beine nicht mehr. mein Hintern. Nee, Botfried, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich spüre meinen Hintern nicht mehr. LMPS von RTS. Okay, alles klar. Danke dir. Das ist dieser Kollege, das ist der Magnus. Der steht als letztes in der Box, da war es doch nicht der letzte. Also, da fehlt es noch ein bisschen. Wir gehen mal zu Sophie. 22. Runde hat sie schon. Und hat eine Zeit von 0,55. Also 55 Sekunden haben wir hier schon. Nein, das war Boxenrunde, Entschuldigung. Flopsy ist immer noch der schnellste mit 55,278. Ja? Zeig mal bitte unseren Buddy, unseren Fahrer. Jo! Meinem zeige ich dir sofort. Geh jetzt mal durch von vorne. So, eins haben wir gesehen. Also gerade vorbei, der Flopsy. Dann Mon schauen wir auf der 3. Und da ist der Batti. Batti ja auch im Zweikampf wieder mit einem Kollegen der Gruppe 3. Also, müssen alle ein bisschen aufpassen. Aber ich denke mal, das macht auch Spaß. Aber ich glaube, die Fahrer können es beschwerigen. Du bist eigentlich 2 Stunden lang komplett unter Dauerstrom, oder? Wie seht ihr das? Kein Problem. Ja? Wenn der Importflieger schon sagt, er spürt sein Hintern nicht mehr, dann denke ich mal, habt ihr 2 Stunden und könnt euch wahrscheinlich dann alle in die Eistonne legen. Ja? So. Hier haben wir den Abstand. Zwischen 4 und 5. Also, es ist schon ein gewaltiger
Unterschied, ob du hier Gruppe 3 oder Gruppe 4 fährst. Ja? Das ist sehr stressig, okay? Ja, dann gibt es bestimmt auch noch Fahrer und Fahrerinnen, also wie auch so die Sophie, die fährt ja dann auch. Oh, fast der Wegdreher hier von Candy Cave. Hier auf dem 9. Platz. Ja, da sehen wir es hier vom Double Game Picks. Hat die Flagge schon gesehen. Die ja doppelt sind und eventuell sogar noch mehr von. Oh, wie eine leichte Bedrohung mit der Box, liebe Freunde. Aber alles nochmal gut gegangen. So, Mark haben wir jetzt auf der Position Nummer 10. Davor haben wir Batti gesehen auf Position 4. 13 Minuten. Senna 14,4. Desola 17,8. Und jetzt ist auch Magnussen raus. Magnussen ist auch raus. Jetzt haben wir alle 13 Fahrer. Dadurch, dass ja einer nicht. Hier fast schon der erste Ausritt hier. Runde 3 quasi für den Magnussen. Ein Fahrer ja nicht beigetreten ist. Sieht echt gut aus. 7 aus Brot klingt erstmal wenig, aber auf die kurze Zeit. Ja, das geht voll ab. Ja. Ja, dadurch, ja, du hast eigentlich vom Prinzip her hast du vielleicht mal die Start und Ziel gerade um mal ab und durchschnaufen zu können, ne? Aber es ist halt dann doch schon stressig, muss man schon sagen. Ja? Und von daher würde ich sagen, bist du nach 2 Stunden trotzdem platt. Egal wie. Ja? Du hast dann nicht die Anfangsphase, wo halt stressig ist, außer bei Marcel gehabt. Ja, wo es halt alle in Kurve 1, 2, 3, wo du nach 10 Minuten immer noch nicht gewusst hast, wer irgendwo jetzt ist. Und Senna ist jetzt nochmal in der Boxengasse. Senna hat nochmal, schauen wir nochmal, im Replay kriege ich da noch irgendwas zu sehen. Von Schaden beim Senna, deswegen war er in der Box. Da steht jeder eine, ja. Hier sehen wir es auch wieder. Hier sind wir schon wieder bei unserem Senna, der jetzt gerade schon überholt wurde. Danke dir, Agroguckel. Vielen, vielen Dank für den Fall. So, wir gehen einfach mal die Reihenfolge durch und schauen mal nach vorne. Also, die Sophie auf der 1. Dann haben wir mit Abstand den Flopsy auf der 2. 1,25 Sekunden. Alter, das ist schon Wahnsinn, ha? Runde 26 und 25, das geht, aber halt Abstand. Dann haben wir den Monch hier auf Position Nummer 3. Der fährt über außen, überholt. Auf der Geschwindigkeitenskala sind wir ca. 30 km/h schneller mit den LMP1-Fahrzeugen wie gegenüber den Gruppe 3-Fahrzeugen. Und dann hast du ja nochmal den Abtrieb hier, die Kurvengeschwindigkeit ist ja nochmal ganz anders. Danke dir, Gaudi, für deinen Follow. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ausrufezeichen Speisekarte. Dürft ihr euch gern was essen und zu trinken nehmen. Da dürft ihr euch gerne auch mal ein Snickers genehmigen, wenn es mal wieder lecker. Na, der Batti haben wir auf der 4 und Batti geht in die Box. Der Sprit ist leer beim Batti. Deswegen der Boxen. Stopp. Dann haben wir den Sibi hier. Sibi unter Druck vom Lefty. Halt, nein, Entschuldigung. Warum? Na, wo ist der Nächste? Da, vom Kollegen Magnussen. Aber das ist ja zwar ein Duell um die LMP1-Klasse, aber da die beiden ja sonst so weit auseinander sind, ist es hier kein Duell. Nee, genau. So, gehen wir mal ins Fahrzeug hier vom Magnussen, weil wir, wie gesagt, zu eng zusammen sind. Und eine Minute bzw. 59er Zeiten haben wir im Augenblick vom Magnussen. Ja? Also wir sind ja gestern mit den Gruppe 4 Fahrzeugen gefahren, da ist es auch schon richtig lustig. Aber ich denke mal, wenn du hier Gruppe 3 Fahrzeuge und LMP1 Fahrzeuge hast, ist das nochmal eine ganz andere Haltung. Wie viel Getränke ist? Vielleicht ein Getränk von der Karte, ja. Genau, Moni, Ausruf ist eine Speise. Dementsprechend dürft ihr euch dann damit begnügen. Ihr könnt aber noch Ausrufezeichen Kaipi eingeben, also Kaipirinja, Prost. Bei Prost, Ausrufezeichen Prost, haben wir einen Kaipi noch. So, den habe ich noch draufgelassen. So, das Überholmanöver vom Magnus, ne? Haben wir gesehen. Also, so, Sophie
hat hier schon gut an den Reifen genagt. Da muss ich auch. Schauen wir mal, wann sie dann in die Box müssen. Wir wollen ja nichts spoilern. Letzte Zeit haben wir immer noch vom Flopsy 55,278 und kann aber im Schnitt auch. Hatte gerade Pfefferminz. Oh, ist auch natürlich schön. Ne? Pfefferminz, Likörchen zum Abendessen ist auch gut. So, wie gesagt, Flopsy auf der 2, 55,907 zu 56 Grad, 56,10. Ja, Reifen spielen natürlich auf Dauer auch eine Rolle mit. Dann sehen wir hier den Monch. Schauen wir mal, was er für eine Zeit hat. Was? Was ist das denn jetzt? Okay. Ja, irgendwo eine Stimme gehört. Fragt mir jetzt nicht wo. Wahrscheinlich von meinem einen Eggertop bekommen. Okay. Es fehlen. Mit hier die Fischstäbchen auf Tut mit Mayo-Freundkuchen an Festmahl. Okay. Mit hier die Fischstäbchen auf Toast? Alter Fall. So, oder hier der ProSF schreibt: Ursachen einer Kollision mit Motorschad bei Ed European Sim Racing Trophy von Real Sim Racing in Stint 1, Runde 6, plus eine gute Strafe für Real Team Sim Racing. Okay, Real Team Sim Racing ist das Team um Magnus. Das heißt, hier um Magnussen, das ist dieses Team hier. Was ist das? Also. Ursachen einer Kollision von Kotzbär TV gegen WS Sim Racing eSport in Stint 2. Runde 75 plus 3 Sekunden für Kotzbär. Heißt, das ist die eigene Stoppe. Okay, CD-Meister, nur sauber, das ist schon alt. Habe falsch kopiert. Ja, Copy and Paste. Wie wir so schön sind. Oben die Strafe ist alt. Aber so habt ihr jetzt auch mal beide Strafen trotzdem auf einen Blick. Ne, was schon gewesen ist an Strafe, jetzt eine neue Strafe. Ausgesucht. Nummer 2. Vielen, vielen Dank, Noah. Danke dir. So, also, unsere Sophie schiebt langsam weiter. Oh, aber da wird sich anhand der Zeiten, siehst du, dass das Material langsam nachlässt. Ne? Reifen sind nicht mehr die besten. Dementsprechend hast du dann auch keine Zeiten mehr. So, vonstatten. Ich bin mal gespannt. Sophie fährt ja schon ihren dritten Stint in dem Sinne, wie sie dann Ende des vierten Stints von der Konzentration noch dabei ist. Weil ihr müsst ja so bedenken, es sind ja zweimal zwei Stunden zwar, du hast zweimal Pause, aber wenn du ein Event machst, und da kann Marcel auch ein Wörtchen mitreden, ne? Du bist mit dem Kopf immer dabei. Also dir rattert quasi 24 Stunden. Ne? In dem Sinne halt trotzdem von Freitag bis Sonntag. Der Kopf, der geht permanent in einer Schleife. Und du kannst hier einfach nicht abschalten. Und dann bin ich immer gespannt. Und wenn das wirklich nur drei Fahrer sind bei GPSR, dann ist das schon echt hart. So, Floppy haben wir auf der 2, Monch auf der 3, Batti haben wir auf der 4, dann haben wir unseren Sebi auf der 5, Lefty hier, der Erste mit dem GT3-Fahrzeug. Ja, haben wir 5 Minuten 48 Rückstand, Zeit von 1:04. So, Sophie in der Box. Dann haben wir hier den Master, hier Zweiter, GT3, leichter Einschlag, nichts passiert. Dann der Greve auf Platz 3, gefühllos von und weiterfahren nach einem Fahrerwechsel, Döner Racing Stint 4, Runde 1, eine Minute Strafe für Döner. Das sind die aktuellen Strafen, vielen, vielen Dank, Noah, für diese Information. Prost.
Arme auf. Platz. Ja. Prost. Rüber gegen Picks. Haben wir auf Position 9 offiziell. Ist natürlich weiter vorne in der Gruppe 3-Klasse. Dann haben wir den Marc. Hier immer noch auf Platz 10. Und wird hier schon überrundet. Wird überrundet von Monsch. Und dahinter haben wir auch die 49. Gehen wir doch mal auf den Monsch, der hier drauf ist. Mit Buddy, oder? Ja. Mit Buddy. Hier sehen wir das Duell. Hier um Position Nummer 3 und 4. Gehen wir noch mal weiter. Haben wir gesehen, da ist innen der Buddy durch. Kriegt aber den Konter gleich wieder. Muss ich dann hinten eintragen wieder. Also ein Dreier-Duell der LMP als Fahrzeuge ist aber nur Zweikampf zwischen Platz 3 und 4. Gehen wir noch mal rein in so einen Hubel. Und schauen uns mal auf den Rechtslenker hier an. Und hier sehen wir auch rechts mal die Strecke. Okay, Turn 4, 300. 5 Gramm, Turn 10, 570 Gramm, Turn 13, 900 Gramm, Turn 14, 1085 Gramm. Full Limit sind 1230 Gramm pro Runde. Ah ja, ist aber auch mal interessant. Bier kann man auf jeden Fall trinken. Ne? Im Portfreak. In der Eistonne ist es, soll das recht. Recht genehm sei. So würde ich dir aber einen Weizen empfehlen, weil es hat mehr Elektrolyte. In dem Sinne. So, ein Rechtslenker musst du natürlich auch gewohnt sein, wenn du in dieser Ansicht fährst. Ja, und da bleibt der Buddy aber auch stark dran. Oh, leichtes Hecktänzeln. Hier heckleicht geworden. Dadurch ist der Monsch wieder ein Stückchen weggekommen. 3 Minuten 11 haben wir den Abstand hier zur Führungsspitze. Haben wir aber das direkte Duell. Jetzt kommt noch ein Gruppe 3 Fahrzeug dazwischen. Der Nürburgring Picks. Und jetzt hat er ihn ausgenutzt. Er hat es ausgenutzt. Innen drin ist der Kollege Buddy. Wobei, oh, ein Schlag. Ein Schlag beim Monsch und hat den Frontschaden. Einschlagen beim Monsch. Ein Positionstausch. Ne? Und hat den Frontschaden dadurch. Ah, ist das ärgerlich. Frontschaden, rechte Aufhängung. Ganz, ganz ärgerlich. Das ist halt der Zweikampf, ne, was halt hier dabei ist. Ist zwar der Positionskampf, aber halt Zeitenunterschied haben wir halt trotzdem noch. Ne? Und da mischt sich hier der Flopsi auch noch mit ein. Also, was geht denn hier ab? Hier, Position 2, 3 und 4. Eigentlich im direkten Kampf, aber unterschiedlichste Sache könnte es nicht sein. Da geht der Monsch in die Box und lässt sein Fahrzeug reparieren. Ob es eine Strafe gibt im Portfreak, ja, das ist halt schwierig, weil der Buddy war halt auf der Innenbahn, weißt? Oh, schwierig zu sagen, also ihr könnt ja mal ruhig in die Kommentare schreiben, ob es hier wirklich eine Strafe gibt. Oder wie ist sie? Ja, sehe ich auch so. Wie mein Yard. Er war in der Kurve vorne, also für mich war eigentlich der Fehler nicht da. Es war ein normaler Rennunfall und dadurch, finde ich, konnte man eigentlich keine Strafe aussprechen. Ich bin nicht in der Orga, aber das könnt ihr gerne mal so kommentieren, wie ich es ihr gesehen habe. Als aus Sicht der Fahrer oder halt, ne? Also für mich war es nicht die Strafe, weil er auf der Innenbahn war. So, dann gehen wir auf den Sieben. Sebi hier mit, hier auch nochmal mit Monsch. Unterwegs. Ja, sieben im Augenblick Platz 5 mit seinem Team. Monsch haben wir direkt dahinter, die offiziell auf der 13. 4 Minuten 20 haben hart die Jungs von Ice Racing. 4 Minuten und 20 Rückstand. Beim Monsch sind wir bei 2 Minuten 28. Ne? Also auch wenn es hier Positionskämpfe wären, sind es
Müsst ihr euch immer bedenken, aber das wisst ihr ja. Ihr schaut ja nicht erst seit 2 Minuten zu. So, 35 Runden sind wir hier beim guten Siebi dabei, alias Hubelschlunze. So, Sven Dunke ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Na, dem muss wahrscheinlich auch der Allerwerteste wehtun, nachdem du ja schon 4 Stunden in deinem Rennauto gesessen warst. Sven, kann ich mir vorstellen, dass du auch erstmal gerade jetzt kein Rennauto mehr sehen kannst. Immer noch schön und sind wir ja wirklich dran auf diesem schönen Zweikampf hier zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Innenbahn macht er zu, der Hubelschlunze. Und jetzt biegt er ab. Jetzt biegt er ab Richtung Box. Und dadurch haben wir Monsch weiter. So, hier mittendrin statt nur dabei ist der Buddy. Buddy bleibt hier in einem Kollegen Flopsy hängen. So, Bud Spencer ist auch da. Na, auch hier das Duell um die LMP1-Klasse, aber der Kollege ist ja weiter vorne. Batti hier mit Überschuss fast 10 km schneller im Windschatten. Aber Flopsy macht hier die Türen zu. Jetzt bleibt er dran, bin mal gespannt. Hier macht er wieder die Tür zu. Also Batti kommt im Augenblick nicht vorbei, liebe Freunde. Wenn Junker so langsam wollte im 6 bei uns. Ah, das ist doch super. Das freut uns. So, bleiben wir noch mal kurz drauf, dann wechseln wir mal weiter durch. Wir haben ja noch so ein paar Runden vor uns. Ne? 56er Zeit beim Batti. Beim Flopsy haben wir auch 56. Also von den Zeiten her sind die beiden relativ ähnlich. Und jetzt gehen wir mal weiter. So, dann haben wir es eben, haben wir gerade schon gesehen. Der Lefty haben wir jetzt auf Position Nummer 6. Ja? Reifenmaterial schaut gut aus beim Master. Der auf Position 7 ist. Ah, da schaut es immer, als denkst du, würde er gleich in die Wand liegen, aber dann kann er doch noch die Kurve bekommen. So, Hackgriff mit seinem Z Nummer 4. Ist 1 Minute. Halt. Haben wir jetzt gehabt. 7 Minuten 50 in der Gesamtzeit von der Sophie. Also, bis jetzt muss man sagen, ein klasse Event. Na, wirklich ein klasse Event. Super, läuft bis jetzt alles mal auf Holzklopfen, muss man so sagen. Und Jungs und Mädels lassen sich größtenteils in Ruhe, gehört es aber, dass du mal eine Aufmerksamkeit nicht kurzzeitig hast. Ist auch verständlich, aber super bis jetzt. So, der Pippescheid, Sebi kommt dran an Flopsy und Batti. Ja, machen wir gleich. Einmal lassen die Ebenen sich ganz schön Zeit, wenn sie neben einem sind und die Kurve einlenken. Das war echt am Limit, für die Gruppe 3 Fahrzeuge durch die Kurve zu kommen. Ja, das glaube ich sofort. So, dann haben wir Nürburgring Picks weiter auf der 9. Also, so wie aus der Box gekommen ist, bis jetzt konnte sich da nichts ändern, hat aber persönliche Bestzeit jetzt. Hier, und jetzt kommt eine Teamkollegin von hinten angeschossen. Ah. Macht Platz, fährt sogar ein bisschen zu weit außen. Ne? Na, 1 Minute 05445 für den Nürburgring Picks. Platz gemacht. Dann der Marc, immer noch auf Platz 10. Platz 11 für Senna. Run, baby, run. Jawohl. Sehen wir gleich mal drauf. Und Michel. Bang. Ja, teilweise auch echt mit der Brechstange. Ja, sehe ich auch mal ab und zu so, aber egal, auch wenn die LMP1 schneller sind, ein bisschen vorausschauen fahren, wie man auch im Straßenverkehr so sagt. Ja, Marc, wie gesagt, auf der 10, 57,208, seine Bestzeit hier aus Pause, von der Runde 24. So, Senna hat hier mit Monsch den Kampf. Hat ihn jetzt gerade absolviert. Runde 17,105,337, Bestzeit von ihm. Wir kriegen hinten gleich nochmal Druck. Hat jetzt gerade den Kollegen vorbeigelassen. So, dann haben wir Major Desola von ESTR. Ja, von den European Jungs.
So, Bestzeit hat er schon gehabt. 204, 203 kann er auch fahren. Dementsprechend. Und dann sind wir hier im Augenblick auf dem letzten Platz, was die Gruppe LMP1 Fahrzeuge angeht, mit dem Magnussen von GT. So, hat jetzt gerade am Major de Sola sie vorbei gedrückt. In dem Sinne, geht weit rein aus. Hat da nochmal Glück gehabt, das schaut hier ganz schön nach weit raus aus. So, also. Wie mit Runde 46 gleich, 23. Runde, haben wir unseren Magnus. Also es ist schon zwischen 1 und Platz 7 in dem Fall. Ein ganz schöner Unterschied. Und Sophie, die lässt hier das Auto hier wirklich fliegen ohne Ende. Also Wahnsinn, was die heute am Abend wirklich wieder so bringt. Jo, Magnus, bringen Elbe weiter nach vorne, pushen wir. Sagt das Sven? Jo. Ich sehe mal hier einen schönen Zweikampf. Was dann sich gleich nicht mehr zum Zweikampf entwickelt, weil einfach die Sophie mal das Gaspedal kurzzeitig durchdrückt und dann ist sie weg. So, beim Flopsy. Der hat jetzt quasi eine Minute Rückstand auf die Sophie. Also sie konnte den Vorsprung weiter ausbauen für GPSR. Flopsy fährt ja für Döner Racing. Und geht jetzt in die Box. Runde 45 von 130. Und ich kann Flopsy ein bisschen sich ausruhen in der Box. Monch kommt wieder ein bisschen nah. Ich glaube, diese Zeit braucht man, glaube ich, auch. Oder? Wie seht ihr das? Nutzt ihr die Zeit, mal um was zu trinken in der Boxenkasse? Oder wie ist das für euch? Erzählt uns doch mal. Plaudert mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Lasst den Zuschauern hier einfach mal an euch teilhaben. Als hättest du gesagt, sie ist so eine Gruppe von Aliens. So. Läuft dann, glaube ich, hier. Sagt der Gante geben. Richtig. Ja? Genau, lasst es euch schmecken. Lang die Zeit überhaupt in der Boxengasse, um mal durchzuschnaufen. Klar, was zu trinken tut man sich natürlich mal zufleuchen, aber einfach ausrunden. Die Box ist die einzige Möglichkeit zu trinken. Okay. Durchschnaufen tickt kann man aber nicht wirklich, oder? Einfach mal sagen so. Oh. Sagst du immer kurz die Beine ausschütteln oder so, dafür wird es fast nicht lang. So, Monch im Augenblick hat da vom Batti 21 Sekunden Vorsprung. Ich bin beim Stopp. Ja. Bist schon froh, wenn du mal kurz an die Box kannst. Auch geil. So, zwischen Batti und Monch haben wir es gesehen. Leichter Einschlag, nichts passiert, aber beim Batti. Ja, viel Abstand ist zwischen den beiden hier nicht, zwischen Batti und Sebi. Wird leider uns nicht angezeigt. Wenn er so sehen, dann haben wir ja gut 2 Minuten. Muss ich zu viel trinken in der Box? Musste eben. Ja, das haben wir irgendwie gesehen. Dass da einer mal kurzzeitig auf dem Klo war. Ja, aber so ist es doch manchmal, oder? Man will es ja nicht machen wie die richtigen Rennfahrer, dass du einfach mal in den Six. In den Six, genau. In den Sitz einfach mal dich erleichterst. Das wollen wir natürlich nicht haben. Ja? Insbesondere der zweite Sektor ist sehr stressig mit dem LMP1 und den Überrundeten. Ja, das glaube ich sofort. Glaube ich gleich. So, wie schaut es denn aus mit unserem Lefty? Eine Minute und 3 im Schnitt kann er fahren. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Zeit, was der Lefty hier mit seinem
Mercedes hier bringt. Kriegt aber von hinten schon wieder Druck. Und Filovic feuert mal seinen Jungen an, den guten Major de Sola. So, jetzt muss er natürlich aufpassen, wo kann er rum? Lefty hat nach 17 Runden geglaubt, er fährt ins Bar. Ja, es ist ja fast so, Gante. Also, der Unterschied zwischen hier Blue Moon und Spa-Francorchamps ist fast ähnlich, weil du diese kurzzeitige Steilkurve, was du rauf fährst, ne, das ist schon Spa sehr, sehr ähnlich. Ne? Muss man schon sagen. Der Cello ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch für deinen Stint schon mal. Sehr, sehr stark gefahren. Vielen, vielen Dank, Cello, für deinen Follow. Danke dir. Bitteschön. Ja, also man muss ja auch jeden Fahrer dafür auch beglückwünschen essen, dass er durchgehalten hat. Ne? Und außerdem, wenn du dann noch schnell fahren kannst, ist das richtig gut. Fand ich stark. So, Mazda im Augenblick auf Platz 7 der offiziellen Zeit. Ne? 1:03:800 seine Zeit. Jetzt nochmal Verbesserungszeit. Liebe Freunde, hier sehen wir mal, bleiben wir mal drauf auf dem Master mit seinem BW M6 von Impro Motorsport. Gehen wir doch mal rein in das Fahrzeug. Na, hier sehen wir wenigstens was, ne? Steigst in so ein LMP1 aus, da siehst du doch gar nichts. So im LMP1 schaust du eigentlich so, als würdest du mit einem Auge nur schauen. Da ist, glaube ich, fast so ein direkter Vergleich, könnte man, glaube ich, ganz gut sein. Na? Mal, was jetzt für eine Zeit dabei rauskommt. Wieder sich hat er keinen im Augenblick. 8 Minuten Rückstand, 10 Sekunden hat er auf dem Left. Schön die lange Gerade genutzt. Und eine 1:03:936. So, wie schaut's aus bei Mr. Greve? Beziehungsweise Herr Greve. Ich weiß zwar nicht, warum ich immer Mr. Greve sage, aber Herr Greve. Ja, Platz 9 im Augenblick. Da ist PT im Hintergrund. Lefty ist auch stark. Ja, stimmt. Baldwick, das muss ich dir recht geben. Ist eigentlich der Lefty vom Geschwindigkeit schneller als bei Tuben? Weil Lefty in dem Sinn habe ich noch nicht so oft gesehen. Aber bei Tuben kenne ich. Wie kann man die beiden miteinander vergleichen? So, blaue Flagge wird geschwenkt, der Greve kriegt von hinten Druck. Patrick ist vorbei. Vielen, vielen Dank, Basti. Vielen, vielen Dank für deinen zweiten Mut. Danke dir. So. Und ich hab noch Glück. Es nicht verstehen. Servus oder guten Tag oder wie auch immer oder moin moin. Ist gut für mich genauso. Ja. Lefty ist auf jeden Fall stark unterwegs. Das sieht man auch an der Gesamtzeit zum Platz 6 als bester der GT3-Fahrer. So, jetzt wird es hier ein bisschen stressig hier. Lobogen Picks kommt zu viel schon wieder an. Und dann haben wir hier den 13. Magnus. Und den Mark davor. Also, kurzzeitige Stressfahrer hier für Nürburgring-Picks. Kriegt ihr dreimal auf die, um die Ohren, quasi, wenn hier drei LMP1-Fahrzeuge mal an ihm vorbei sind. Ja, Skywing erkenne ich. Psycho, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, Gante, sag mir was auf jeden Fall. Ja, Basti, es ist alles soweit ganz klar. Muss man sagen, ne? So, Sophie ist in der Box und da geht Magnussen aus. Magnussen macht den Fehler. Ach, Lefty ist Skywinger. Was? Okay.
Janik ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Okay. Na gut. Hab gar nicht gewusst. Lefty ist Skywinger. Lefty ist Belgier, Skywinger Deutscher. Ah ja. Was ist so war, wie gesagt, alles top. Ja, war ja damals nicht deswegen, weil ich keinen Bock mehr auf euch hatte. Weil ich habe ja damals Formel 1 gespielt, gestreamt bei ihr SRT. Mir ging es damals einfach nur zu lang, weil du einfach so viele Rennen hast und bist einfach über 22 Wochen beschäftigt und das auf lange Sicht gesehen. Ist mir viel zu lang gewesen. Ohne Pause und so weiter. Aber an sich, die Liga hat mega Spaß gemacht, die Leute waren echt cool. Wo auch Match of the Solo dabei war. Aber halt, leider halt. Das, was du brauchst als Streamer, ist, finde ich, bei Formel 1 zum Streamen eben nicht gegeben. So. So, Sophie aus der Box raus. Ist wieder unterwegs. Runde 56 sind wir schon. Na, haben Ball schon die Hälfte geschafft. Und es geht ja echt schnell, weil du einfach kurze Runden hast, dann zieht sich das. Das mit Sky muss man nicht verstehen. Einfach die. Ja, vielleicht ist er auch halb Belgier, halb Deutscher, dann wird man es ja verstehen. Aber nee, alles gut. Das soll ja jeder eben machen, was er will. Und ich finde es halt einfach super, was die Leute hier aufs Parkett heute Abend zaubern. Und darum geht es auch rein. Gell? Um Fahrspaß, um Emotionen, um geile Fights, um Racing, um ein richtig schönes Event hier zum Abschluss zu Gran Turismo Sport. Was jetzt solche Events angeht. Sagt, was man ja. Danke dir, Robby. Vielen Dank für deinen Follow. Danke dir, nimm Platz. Wir haben ja noch so ein paar Rennen bei Gran Turismo Sport. Ich denke mal, die meisten von uns werden noch so ein paar Rennen haben, bevor es dann wirklich Schlag auf Schlag. Ich denke mal, das ist jetzt dann einen Monat später dann, also im April, denke ich mal, richtig losgeht mit Gran Turismo 7 dann. Ja, dass halt auch die Leute hier seine Fahrzeuge am Start haben, gefahren sind, ein bisschen bummelig sind, wie man es halt so kennt. Ja, belgische Patat mit deutschem Rot-Weiß quasi. Okay, das, wenn er nicht fährt. Das war jetzt ein anderer Ding. Ja, das könnte mal so sein. Nur die 4 Stunden waren anscheinend genug. Das glaube ich dir noch nicht, ne? So, Alphablitz vom Flotzi, 49 Sekunden Vorsprung. Das war schon mal mehr, ist klar. Aber da ja die Sophie in der Box war, hat sich das natürlich jetzt so ein bisschen relativiert. Und Flopsy muss ja dann auch noch in die Box. Aber bis jetzt super stark. Was da bin? Auch hier Grüße in die Schweiz. Da ist der Monch hier stark unterwegs. 56,192 seine Zeit. In den dreien vorbeigegangen. Und muss ich euch zeigen. Wir werden auch, bei mir gibt es auch eine Verlosung. Ihr habt es bei den anderen Jungs schon mitbekommen. Bei mir gibt es im Schnitt Nummer 6, also heute Nacht, auch ein Präsent, ein Gewinnspiel, wo ihr dann mitmachen könnt. Und das ist euer Preis. Das sind Aufsticker, Aufsätze für den Controller. Da sind wir zu Hause. Für den Controller hier drauf. Die könnt ihr da ja bei mir am heutigen Abend, beziehungsweise heute Nacht ab 4 Uhr bei mir im Stream gewinnen. Na? Also in dem Sinne, ja, können wir gleich mal draufbleiben. Heute Nacht einschalten. So. Schauen wir mal hier die Abstände. Sehen wir hier nochmal die Abstände. Sehen wir also knapp 50 Sekunden Rückstand. Dann haben wir Monch hier mit 1,21. Batti mit 21 Sekunden auf den Monch. 2 Minuten sind wir beim Kollegen Sebi. Lefty 3 Minuten 44. 09 ist da Basti hinterm. Können wir gleich nochmal drauf sehen. Dann 1,26, 4 Minuten 30. 1,23 der Mark, dahinter 24.
0-2. Schauen wir mal beim Major di Sola. Gehen wir mal auf Major di Sola drauf. So. Im Augenblick auf der letzten Position. So, also ihr habt es gesehen. Das erwartet euch in Step Nummer 6 von 4 Uhr bis 6 Uhr in der Früh. So, was ist auch dein wunderschönen guten Abend? So, muss ich mal liegen. Was ist der Döner Jackson des kleinen Mannes? Godfrey, stark gefahren, keine Chance gehabt, durchzufahren. Okay, es war ein Dunkel, waren zwei dabei. UMF, noch ein Nickname, Dirty Driver. Godfrey, noch ein Nickname, danke. Warst aber auch nicht schlecht mit dem OP-Fahrzeug. Also, ja. Die Jungs tun sich gerne hier mal ein Kompliment machen. Das muss man auch, finde ich. Man muss auch fair miteinander umgehen. Da der Phoenix ist auch da, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. So, Major di Sola 10, ja, ein bisschen Zeit liegen lassen. 11,5 Sekunden hat er jetzt Rückstand. Und dann gehen wir doch mal die Reihenfolge für alle durch. So, Sophie auf die 1, Floppy haben wir auf der Flopsy auf der 2, Monch haben wir auf der 3, Barty auf der 4, 5 haben wir den Sibi, 6 haben wir den Lefty, 7 haben wir Master, 8 Herr Greve, 9 haben wir Nürburgring Picks, 10 haben wir den Mark, 11 haben wir Senna, 12 den Magnussen und 13 Major di Sola. So, wir sind nur 13, weil ein Team hat sich nicht rechtzeitig angemeldet, deswegen sind wir nur 13 Teams. Schade deswegen. Na klar, Senna zu sehen und schauen mal, was Magnussen macht. Jo. Schaut der Phoenix. So, und Konf ist auch da. Konf K ist auch da. Was ist hier? Was ist mit Magnussen los? Liebe Freunde, das schaut nicht gut aus. Haben wir hier ein Problem? Liebe Zuschauer, der fährt etwas langsam. Wir haben keinen Motorschaden. Der Sprit ist auch nicht alle. Und wir haben einen Disconnect, liebe Freunde. Wir haben einen Disconnect. Magnussen ist raus, liebe Freunde. Magnussen von Real Team Sim Racing ist raus. Das ist natürlich schade, der erste Disconnect. Das haben wir nicht so gewollt, ne? So, Butty in der Box. Da haben wir keinen Schaden. Dann gucken wir hier mal auf sich. War es auch da, unsere Knoppers Schmeißerin. Guten Abend. Hey Beletto, auch einen wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, dir geht's gut. So, unser Österreicher im Port hier unterwegs. Du an den anderen und auch hier einen schönen Abend. Danke dir, Felix. Hier sehen wir gleich, wie er ranfährt. Unser Sebi hier vorbeifährt. An dem Z4 von Herr Greve. Alles gut gegangen. Ich glaube, die Jungs haben sich und Mädels. Ich denke mal, ihr könnt es vielleicht im Chat bestätigen oder so. So eine Viertelstunde brauchst du, denke ich mal, um mit allen Gegebenheiten klarzukommen. Das heißt, wie das Ganze jetzt quasi abläuft mit den GT3-Fahrzeugen oder GT4-Fahrzeugen, denke ich mal, brauchst du das. Oder? Dass sie dann so dran gewöhnt. So, Lefty im Augenblick auf der 6. Position. Hat von hinten noch ein bisschen Druck im LEP1-Fahrzeug. Ist insgesamt 9 Minuten und 2 zurück. Aber hier starkes Rennen. Na, ein bisschen Gras nimmt er mit. Macht aber auch hier kein Problem. Könnt ihr mal sagen, ob Magnussen wirklich raus ist oder aber nur bei mir raus ist? Das würde mich interessieren.
es ja auch schon mal gegeben, dass hier ein beim Streamer rausgeflogen ist, war aber dann nicht der Fall, ne? Sondern nur bei einem selber. So, Lefty hat 12 Sekunden Vorsprung. Boah, Mazda. Nein, Disconnect leider. Okay, danke, danke. Hallo gesagt an die LMP2. Streifen, wenn die vorbeifliegen, gewöhnt man sich auch nach 2 Stunden. Okay. Der Sven schreibt, dass man sich nicht wirklich dran gewöhnt. Auch nach 2 Stunden nicht. Oder hast du jetzt schon mehr Stunden drauf, Sven? Also müsstest du dich jetzt schon dran gewöhnt haben, oder nicht? So, Sophie geht ihnen vorbei am Master. Und der Vorsprung wird so ein bisschen größer. Und DJ Mikl ist da. Servus, DJ Mikl. Grüße dich. Schön, dass du hier da bist. Lass einen Gruß da, wenn du wieder gehst. Danke dir. Schön, dass du da bist. So. 4 Stunden ist, wie Patsch schon sagt. Ja, sag ich ja. 4 Stunden. Wenn es müde, ja? Nein, das darf nicht wahr sein. Ja, Rockenfeller. Was ist los? Innen ausgegangen oder Strom weg? Oder was kann man dazu sagen, was ist bei dir passiert? Lass uns teilhaben, leider, an deinem Discord. So, Herr Grewe auf der 8. Im Hintergrund sehen wir dann den Mosch. Den Monsch. So, im Übrigen Picks weiter auf der 9. 15,51 Minuten Rückstand auf die führende Mark. Hat er aber im Griff, der 10 Minuten zurück hat. 4 Stunden, nein. Habe am M6 Gott sei Dank die Fenster zu. Sonst würden die einem alles aus dem Auto ziehen. Geil. Was wie PS4 kaputt. Ich fahre gleich erst den 2. Stint. Okay. PS4 kaputt? Startet sie nicht mehr. Macht sie nur noch den Yellow Ring of Death. Hier auf. Also bei ihm auch keine Zeitverbesserung. Wir sehen aber im Hintergrund die Nummer 2 hier im Gesamtklassement. Da haben wir den Flopsy. Könnt ihr mir mal eins fragen? Bei dieser Lackierung. Was hat es mit diesen Gesichtern auf sich? Sind das Memes? Oder was ist das? Sind es GIFs? Oder was soll es eigentlich sein? Boah, hier! Nicht gesehen! Beide wollten innen rein. Und dann haben wir noch mal Glück gehabt, dass Flopsy noch keinen Schaden davongetragen hat. Und bei mir mal. Geht nicht mehr an. Weiß gelaufen. Okay. Das ist natürlich richtig. Richtig bescheiden. Das ist dann die Frage, ob man sich da nicht irgendwie so einen Lüfter da unten baut oder irgendwie die Hochkant aufstellt oder irgendwie quer oder wie auch immer. So, Glück gehabt hier beim Flopsy, dass hier kein Unterschied ist. Ein bisschen Zufahren konnte das Ganze. Sophie mit ein bisschen, ja, 56er Zeiten im Schnitt. 55er, 56er Zeiten jetzt beim Flopsy. Ich hab zu dir Hallo gesagt. Und zu deiner Frau die Knoppeswerferin. Laut meiner Info soll es Kevin und die anderen sein. Ach, die Fahrer. So schauen die aus? Okay. Ist ja auch mal interessant. Genau, siehst du? So sind wir dabei. So, hier haben wir unseren Monsch, der 40 Sekunden hier vom Kollegen Batti hat. 56er Zeit, im knapp 57er Zeit, jetzt in der letzten Runde gefahren. Hat jetzt hier Impro Motorsport vor sich. Oh, Kurve muss man mal aufpassen hier, wenn es so eine enge Passage gibt, dass nicht beide denselben Gedanken haben. Aber da ja die Gruppe 3 Fahrzeuge eben ein bisschen mehr aufpassen, wie die
den P1-Fahrzeugen ist es alles soweit okay. Man sieht auch auf der Seite hier die drei Punkte. Ja, das bedeutet dritter Platz im Augenblick. Hier die an der Seite neben der Zahl, das bedeutet der dritte Platz. Falls sich das jemand schon mal gefragt hat oder ihr es nicht wusstet. Ja, das bedeutet diese Punkte an der Seite. Beim zweiten, beim Flopsy sieht man, dass da noch zwei sind. Und war das nicht hier als Bild auf dem Auto? Ja, deswegen frage ich ja. Ne? Und bei Sophie haben wir hier einen Punkt auf der Seite, ist die führende. So, Lefty an der Box. Hier geht jetzt dann gerade Sophie am Major de Sola vorbei. Auf der 10 haben wir den Mark. Da schiebt jetzt gleich Sophie an von hinten und wird sich gleich den Kollegen krallen. Gehen wir doch mal Sophie ins Cockpit. Ja, mit ihren Rosa-Handschuhen. Geht sie noch vorbei? Ja, sie geht noch vorbei und hängt sich quasi Mark an den Fersen. Er hat noch schnell ein bisschen Gewicht. Oh, geht ein bisschen weit auf den Dreck. So, innen sieht man schön durch die Tür, hat man es noch gesehen, ist er vorbeigezogen. Und 57er Zeit hat sie jetzt gefahren, durch das, dass sie ja mitten im Verkehr war. Ne, das sind Ayatsu, Hitzal und Gallo. Okay. Mit den Namen kann ich zwar nichts anfangen, aber es werden schon irgendwelche Leute sein, wenn man sie kennt. So, 72 von 130 Runden haben wir absolviert. Na, bis jetzt hier ein saustarkes Event. Hier auch Instinct Nummer 4 bzw. 5. Sind 5 Nummer 6. Sind ja 5 und 6. So. Hier sehen wir doch mal, hier über was gerade gesprochen wird, liebe Zuschauer. Über die Jungs an den Seiten. Stimmt. Vorne ist unser bester deutscher Fahrer, Mike, unser Lightning. Unser bester deutscher Fahrer. Was macht der eigentlich jetzt, unser Hissal? Wir haben eigentlich seit Ewigkeit nichts mehr gehört, dass er irgendwie auf dem Event war. Was? ETS Banause? Was? Wie? Ich? Nein. Na? Was macht er? Weil du hast ihn jetzt von seit längerem nichts mehr gehört. Hat er jetzt seine Gran Turismo-Karriere an den Nagel gehängt? Oder weiß man da jetzt was Neues? So, Monch auf der Nummer 3 immer noch. Hat immer noch fast den gleichen Abstand zum Batti. Beim Sibi. Kriegt hier gerade mal Druck. Vom Batti. Die beiden. Schönes Duell der beiden. Da fährt nur noch was. Bonazard. Ach, Bonanzarad. Ach Gott, verlautet das mir ein. Bonanzarad. Ja, aber wenn dann hinten mit so einem. Na? So, 39 Sekunden hat der Rückstand. Und hier sehen wir auch den Abstand hier zwischen den beiden mit knapp 5 zu knapp 3. Also. 2 Minuten Abstand hier zwischen Platz 5 und Nummer 4. Einmal die Abstände bitte. Ja, ja, habe ich schon durchgemacht. Also. Sophie haben wir auf der 1, da sind wir immer noch bei knapp 49 Sekunden. Der Flopsy hat 49 Sekunden. Wir gehen mal hier auf die Zeitentabelle und ihr seht es am Ende rechtzeitig die ganzen Sachen. Also. 1 Minute 39 haben wir dann auf Monch zu Sophie. 38 Sekunden hat der Batti auf den Monch. Der wiederum hat vom Sibi 1,54, also knapp 2 Minuten. Und dadurch haben wir den Lefty, der beste GT3-Pilot ist, mit 5 Minuten 50. Da ist dahinter der Master dahinter mit 14 Sekunden Abstand. Also da kommt hier der
Lefty ein bisschen Zeit aufbauen. Herr Grewe ist jetzt knapp unter einer Minute hinter Master dahinter. Der Marc 4 Minuten 56 hinter der Sophie. 59 Sekunden hinter dem Kollegen. Marc, wie gesagt, Lübeck gegen Pix dann dahinter. Senna 6 Minuten 43 und Major de Sola 2 Minuten und 1 hier auf der Position 12. Da sind wir leider nur noch 12 im Discord. So, der Michel schaut ein bisschen zu, wie es ausschaut. Bei uns in der Lobby, hat ihn bis jetzt noch nicht gesehen, dass er wieder raus ist. Herzlichen Glückwunsch. Oh, da ist er, Flopsy! Schon mal das Herz weh, ey, liebe Freunde. Flopsy mit dem Abflug, da hat aber Glück gehabt, dass hier nichts passiert ist. Flopsy mit nichts. Etwas mehr geht in der Zeit, wäre nett für dich. Kein Problem, können wir dann nochmal. Na? Also, Flopsy haben wir gesehen, dann gehen wir doch mal auf die GT3 über. So, in der Box steht unser Sebi und dann haben wir den ersten GT3-Fahrer am Bodyguard. Wie gesagt, der Lefty hier unterwegs. 1.04, 1.03er Zeiten haben wir. Beim Master, der ist ja dahinter, 14 Sekunden. Also die beiden sind hier immer im Abstand noch. Na, sehen wir gerade den Nürburgring Picks. Der, ich glaube, die, nee, das Major de Sola. Der jetzt gleich. Ja, sehe ich auch so. Also, bei dem Einschlag eigentlich hätte ich gedacht, dass er da einen Schaden davon trägt. Aber nee, ist nicht so. Ja, der Master ist jetzt hinterm Major de Sola, der auf Platz Nummer 12 liegt mittlerweile. Ja, weil ein Team ja nicht zugesagt hat und eins leider ein Disconnect hatte. Sind wir hier quasi im direkten Duell. Haben wir ja schon mal zwei. Windschatten ist dabei, Sophie kommt auch im Hintergrund angeflogen. Ja, der Topf ist auch da, ein wunderschönen guten Abendtopf. Jetzt ist er schon vorbei. Jetzt müssen sie natürlich beide aufpassen, weil Sophie hier angeflogen kommt, geht hier gleich nach außen und zieht hier mal den Gashahn kurzzeitig auf. Muss hier auch mal ein bisschen Zeit. Ja, hat alles zum Glück funktioniert von den beiden. Und dann haben wir gesagt, die ersten beiden haben. So, dann sind wir auf Herr Grewe dabei, der jetzt schon wieder blaue Flagge spielt. Wir gehen mal in den Z4 hier mit rein. Ja, den Z4. Für mich eigentlich nie ein schönes Rennfahrzeug, von meiner Sicht aus. Fand ich immer den M6 eigentlich schöner. Ah, leichte Bedrohung hier mit der Boxenmauer. Blaue Flagge wird geschwenkt. Die Bedrohung der LMP1 kommt. Ja, im Namen von Sophie und hier Herr Grewe geht in die Box. So, dann gehen wir auf den Marc. 9 hat sich mittlerweile auf die 9 vorgekämpft. Nur übrigens Picks haben wir auf der 10. Hier mit seinem Candy Cave Fahrzeug. Ja, ist ja einer der Ausrichter hier dieses Events. Muss man ja so sagen, wie gesagt, GPSR und Candy Cave am Wochenende. Wir wollen Niklas. So, außenrum geht hier Monsch vorbei. Jo. Hört der zu oder was, der Hundling? Na, weil Lichthubel gibt er. Und von daher, hörst du zu, dann gib mal Lichthubel. Bin mal gespannt. Nur gegen Pix. Wenn du zuhörst, gib einmal Lichthubel. Ah, ich glaube es nicht. Glaub es nicht, dass er zuhört. Wäre auch hart. Wenn er dann zuhört. So, von hinten kommt der Sebi und jetzt hat er DJ Michel den die Lobby verlassen, hat ja mal zugesehen, wie hier die Fahrzeuge fahren und von dem her denke ich mal, es hat ihm ganz gut gefallen, weil sonst wäre er gleich wieder rausgegangen. Und dann gehen wir mal auf Senna. Mit seinem BMW im 6.
Frag mal doch mal einen Tick oder so. Da ihr als Team ja quasi hier mit Gruppe 3 und Gruppe 4 Fahrzeugen dabei seid, war für euch nie die Rede oder war keine Diskussionsrunde mal auf ein anderes Fahrzeug zu gehen? Also ich dachte, Mercedes war ja klar, ist fährt er hier? An was habt ihr das ausgemacht? An der Geschwindigkeit, an der Kurve, weil du hast ja eine Corvette hättest du noch zur Verfügung. Du hättest noch ein Ferrari zur Verfügung, eine Lamborghini, weißt du, die ganze Palette. Warum seid ihr auf den Mercedes übergegangen? Würde mich mal interessieren. Dann haben wir Major Desola hier gehabt, in dem BMW. Reifen sind auch noch okay soweit. Sind wir in Runde 56. Hier gibt es schon die Diskussion von den Lackierungen her. 56. Runde und der Monch ist in der Box, liebe Freunde. Monch ist in der Box. Und 83. Runde von Sufi. Glaub sie, eine Minute 13 dahinter. Monch fährt aus der Box. Jo, beiden auf Platz 3. Hat nur noch 6 Sekunden Rückstand. Ja, 7, 8. Das ist der Beste. Hallo? Ich brauche immer einen schönen Lack. Winner Racing war die Beste. Ne? Machen wir doch eine Abstimmung draus. Dann machen wir doch eine Abstimmung draus, hier, wer die schönste Lackierung hat. Ehrlich gesagt. Dann machen wir doch eine Abstimmung gleich draus. So, wir gehen jetzt aber nur von der Lackierung aus von Umfrage, Redner. So. Ja, wir gehen jetzt nur von Gruppe 3 Fahrzeugen aus. Wie ihr schon sehen. Sind wir bei Handy, dann bei BSRT. Hotspot kann man nicht dazu zählen, sind nicht da. Aus bist du? So. Freunde. 2 Minuten geht die Umfrage und ihr könnt jetzt über eurem Chat könnt ihr loslegen. Mit der besten Lackierung. Ich habe so ein paar Leute mal aufgenommen für Karthalle Wittlich. Finde ich jetzt nicht ganz so spannend, bin ich jetzt ganz ehrlich. Und ihr könnt gerne mitmachen. So, dann sind wir hier beim Marc dabei, der im Augenblick auf der 9 ist, hat der Nürburgring Pix vorhin überholt. 0,58er Zeiten. 58er Zeiten. Und der Andi ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend, Andi.
So, haben wir die Candy Cave Lackierung hier im Blick, liebe Freunde. Wir gehen gleich nochmal auf die Lackierungen ein. Gehen wir auf die Nummer 6. Hier, Lefty mit der Lackierung. Dann haben wir den Master mit der Lackierung von Imbro. Den Agribe haben wir gesehen. Kann ich aber leider nicht mehr auswählen. Dann haben wir Candy, PT und hier BS. So. Da sind sie in derselben Runde. Ich zeig's euch gleich. Der Barty haben wir. Nee. Ja doch, selbe Runde offiziell. Haben nur noch 5,8 Sekunden. Oh, da ist der Ausritt hier vom Herr Grebe. Pixi, wir sind drauf. Gehen wir in das Fahrzeug rein. Hier auch wieder der Rechtslenker. Da vorne fein sind. 5,7 Sekunden noch. Runde 84 von 30. Umfrage ist bald vorbei, liebe Freunde. Und gewonnen hat PTE. Also, die Teamkollegen haben fleißig abgestimmt. Vor Impro, vor DDA, vor Candy, vor ESRT. So, damit hier der Kollege Major Isola überholt. Zeit wird kleiner hier. Zeit wird kleiner von Batti. Batti holt auf, liebe Freunde. Fake News. Das war doch nur die Gruppe 3. Heute Nacht machen wir dann Abstimmung für Moni. Die Abstimmung wird ja dann heute Nacht, wo du natürlich zuschaust, habe ich gehört, Moni, von 4 Uhr bis 6 Uhr. Na, da wird natürlich die zweite Abstimmung natürlich folgen. 3 Sekunden, also da muss irgendwie was sein, ich weiß es nicht warum, aber hier schiebt der Buddy aber sowas an, Freunde, der ist richtig fast unterwegs, so richtig schnell unterwegs, macht Platz hier im Promotorsport, wird sich der Buddy denken, ich will hier vorbei, 2,5 Sekunden, wir müssen leider kurz draufbleiben, liebe Freunde, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, so, dann jetzt hier voll auf den Pinsel, 2,7 Sekunden, schön über den Körper, ihr habt es gemerkt, die Vibrationen waren im Fahrzeug da. Ein bisschen mehr hat er gehabt. Jetzt kann er sich den Windschatten vom Vordermann noch mitnehmen. Jo, hat er gemacht. Schauen wir mal, 2,8 Sekunden. Noch 2 Sekunden. Er sieht ihn, er kann ihn schnüffeln, liebe Freunde. Das 102 Oktar Ultimate Team, was ja die Fahrzeuge tanken, auch beim Nürburgring 24 Stunden, wird ja nur mit Super Plus getankt. Kein Oktan, kein sonst irgendwas. Nein, es ist einfach 102 Oktan. 2,5 Sekunden. Bin mal gespannt. Das Material. Ja, so ein leichter Unterschied haben wir. Abstand ist ungefähr gleich. Super Plus langsam. Ultimate. Entschuldigung. Ultimate. 102 Oktan. Sorry. 102. Und Flopsy ist in der Box. Flopsy haben wir in der Box, liebe Freunde. Der Zweitplatzierte im Augenblick in der Box. Richtig. Ultimate. 102 Oktan. Genau. Sorry. Sekunden nur noch. Schauen wir mal ins Heck. Da sehen wir ihn im Hinterhand, der Buddy. F1 Revolution auf Platz 3. So, jetzt nochmal persönliche Bestzeit hier vom Monsch. In Runde 88. Kann sich jetzt weiter davor schieben. Haben wir noch eine Bestzeit hier von ihm? Persönliche Bestzeit? Nö. 56, 270.
Also der Abstand bleibt gleich und wir gehen weiter hier auf Position Nummer 6. Linke Sky hier auf dem, ja genau, Sky, unser Lefty hier mit 1-0-3, 1-0-3, 1-0-3, also der kann konstant fahren. 1-0-3, 4-6-5 auf Runde 72. Jemand zu Senne, irgendwas? Senna haben wir auf Position. Die Tastatur fällt aus? Nein. Wo sind wir? Senna. Nochmal zurück. Brauche ich mal zurück in der Box. Ja, Frontschaden beim Senna. Und Aufhängungsschaden rechte Seite hat er gehabt. So, unser Rockenfeller ist auch wieder da. Also, Schaden. Senna mit 1 Minute und 14 vor Major de Sola. Der hängt sich jetzt quasi an das VS Racing Team dahinter. Und dann haben wir Eifel Blitz hier auch wieder mitten im Verkehr. Runde 93 von 130. Und CT-Meister hockt so langsam schon in den Startlöchern. Ist bei ihm auch gleich wieder. Och nö, weil weggehauen. Laut dem Fluchten. Ja, es kommt mal vor, Phoenix. Die 56 Zeit mit der Philosophie passt, läuft im Augenblick richtig flüssig für die Sophie. Ich kann kein Ultimate leisten, ne? Aber für den Formentor, der zu. Ja, Arbeitskrieg von mir hat auch den Formentor. Der braucht halt dann seine 9, 12 Liter. Ja? So, Flopsy haben wir auf der 2, wie gesagt, 1 Minute 32 zurück. Dementsprechend wird dann gleich an CT-Meister übergeben, der dann ja quasi Stint Nummer 7. Nummer 5. 5, 6, 7. Ja, 7. So, in der Stadt 13-0. Das ist klar. Bei oder der Little Easy. Falls er gibt. Ja, also ich arbeite 40 Kilometer weg von meinem Heimat dort. Und schön Autobahnen bedienen 80, 120, weil bei uns nur Baustelle ist. Da bin ich im Augenblick bei 8 Liter. Bei 2 Liter und Turbomotor. So, der Manni ist auch da. Ja, Manni, einen wunderschönen guten Abend. Lange nichts mehr gehört. So, und jetzt hier Verkehr haben wir beim Monch, der gleich hier mit Gruppe 3 Fahrzeugen und einem Fahrzeug der LMP-Klasse zu tun hat. Hier Major de Sola, jetzt ist unser Monch noch nicht vorbei. Das kostet definitiv Zeit. Das ist Zeit und Batti kommt dran. Das kannst du nicht ausmalen, das willst du dich nicht ausmalen. Ne? 1,9 Sekunden hat er nur noch und jetzt immer noch im Verkehr, jetzt kann es hier noch den Windschatten von Herrn Grebe nehmen, ist dann aber auch in der Markt dahinter und wir sehen Batzi mit 1,8 Sekunden, der das natürlich riecht, der schnuppert, der will hier ran. Das wird natürlich hier zum Schluss nochmal richtig geil, wenn die halt dann bei Stint Nummer 7 direkt gleichzeitig fast aus der Box kommen. Zack, nimmt sie den Windschatten mit, nimmt den Westen mit. Hier, Nürburgring Picks in der Mauer gewesen. Jetzt hier, oh, da hat er nochmal Glück gehabt, der Batti. Das hat ihm Zeit gekostet. Zweite Kurve war dann auch. Wir gehen nochmal in die Wiederholung rein. Da hat er Glück gehabt, dass er das Fahrzeug nicht wegschmeißt. Sind wir mal ganz ehrlich. Schauen wir uns die. Oh, hat nur einen leichten Schlagsauber bekommen. Da sehen wir es. Eventuell war das der Fehler. Nürburgring Picks schlägt ein. Da gehen wir mal zum Nürburgring Picks, der im Augenblick auf Platz 10 ist. Und hier Schaden bei Nürburgring Picks. Durch diese Kollision hat der Schaden davon. Die Frontstoßstange, also die Stoßstange oder halt der Frontsplitter plus die Aufhängung auf der rechten Seite ist hier nicht mehr funktionsfähig. Da muss er eventuell noch in die Box. So, Gruppe 1 auf Blumen, Maschball. Ja, auf jeden Fall, Manni. Ja? Voll im Limit, auf jeden Fall. Nein, er fährt weiter, nur begegnet. Nein, er geht doch rein. So, wie schaut es jetzt aus hier beim Batti? Batti hat wieder Zeit verloren, 2,4 Sekunden. Unterschiedliche Strategie, kann ich schon mal sagen, der beiden. Wir gehen aber trotzdem mal durch.
Meinem TV bin ich gerade nicht sicher. Denke ja. Um eigentlich nur 12 Autos. Money, ganz einfach. Wir wären 14 gewesen offiziell. Einer hat quasi jetzt nicht teilgenommen. Dadurch nur 13. Also hat sich nicht angemeldet, also nur 13. Und wir hatten leider einen Disconnect, deswegen. Ja. So ist es halt manchmal. Aber die 12 machen ja auf Blue Moon, Money, so viel Bock. Du hast eigentlich nur 2 Kämpfe. Ja, klar, schade, aber so ist es halt manchmal. Aber es fällt nicht auf, sagen wir es mal so, dass es wirklich 2 Teams weniger sind. Das ist einfach der Hammer, weil du eigentlich nur 2 Kämpfe hast. Du hast ja 56er Zeit, 55er Zeit und hast ja bei 1 Minute und 4, also alles geballt und dicht zusammen. Da fällt es eigentlich nicht auf, dass du 2 Teams weniger hast. So, und hier sind wir bei Chiquita. Mit 1 Minute und 4 haben wir den Lefty. Der schnellste im Feld mit seinem GT3. Ne, auf Platz 6 liegend. 13 Minuten dahinter. Hinter der Sophie. Ich denke, Bud wird gleich wieder Headset am User. So. Mal 250, also wir haben ja 30 km/h Unterschied zwischen den Gruppe 3 Fahrzeugen und den Gruppe den LMP 1 Fahrzeugen, aber halt dann die Kurvengeschwindigkeiten ist halt noch mal ganz anders. Der Anbremsdruck ist auch selber, wie es ist. So, bei Grebe hier mit seinem Z4 103 hat er noch mal eine schnellere Zeit hingelegt. 84. Runde hat er. Na, 113. Runde sind die LMP1-Fahrzeuge, die 113. Runden waren quasi die Gruppe 3-Fahrzeuge und die LMP1 waren 129, gehen sie in die Box. Dann wird rübergeradet zum CT-Meister und dann geht es beim CT-Meister weiter. Der quasi seinen dritten sind quasi am heutigen Abend, die nächsten 2 Stunden für ihn. Er hat es ja noch relativ gut. Da geht es ja bis 0 Uhr weiter. Danach kommt Brippe. 2 Stunden kurz bitte vor. Und meine Wenigkeit ist dann von 4 Uhr bis 6 Uhr dran mit auch dem Gewinnspiel. So, Marc kriegt hier wieder die blaue Flagge geschwenkt, weil diesmal die Sophie von hinten kommt. Sophie auf der 1. 17 Sekunden Rückstand. Es sind links auch die Abstände. Was auch wirklich sind. Ja, wir haben keine Live-Tabelle in dem Fall, sondern wir haben links die wirklichen Abstände der Fahrzeuge. So, Nürburgring mit 21 Minuten Rückstand hier in seinem Mercedes auf Platz 10. Kriegt hier wieder die blaue Flagge geschwenkt und so geht es halt Runde für Runde für Runde. So, 1 Minute 6 seine Zeit. Dann haben wir den Marc, haben wir gerade gesehen. So, dann haben wir Senna. 1 Minute 6, 1, 7, 6. Hat jetzt hinter sich den Monch. Der muss hier ein bisschen kurz warten, ein bisschen Ruhe bewahren, weil jetzt kann er endlich vorbei. Weil auch der Gruppe 3 Fahrer geht nicht so einfach von seiner Linie weg, bloß weil der schnellere kommt, der wieder auch seine Linie beibehalten und es gibt genug Stellen auf der Strecke, wo dann die LMP1-Fahrzeuge vorbeigehen können. Ja? Das heißt, du musst dir nicht selber deine Runde versauen, sondern halt einfach nur aufpassen, wenn jemand kommt. Oder einfach mal kurz vom Gas rausgehen und dann gehen auch die vorbei. In dem Fall haben wir hier die lange Gerade. Fahren wir einfach ganz normal weiter und dann geht's gleich weiter. So, Major De Sola hat hier den Flopsy im Hintergrund gehabt, im Heck gehabt quasi, der natürlich auf einen Millimeter genau dran war, dass er so schnell wie möglich hier wieder rausfahren kann. Ja, und ich muss mal schauen, was...
So, 1:04 seine letzte Zeit. So, wir sind bei 102 Runden Grad bei der Sophie. Mazda geht in die Box. Als siebter im Augenblick. Gehen wir doch mal drauf. Keinen Schaden. Hat hier genug Abstand hier zum Herr Grewe. Nach vorne wird der Abstand natürlich zum Lefty natürlich wieder größer werden. Aber bis jetzt hier super Vorstellung von den GT3-Fahrern bzw. von allen Fahrern, die am heutigen Abend bei mir mitfahren. So, Sebi im Augenblick auf Platz 5, 56,666 seine Zeit. 5:48 hinter der Führenden. Jetzt gleich über die Zeit, über die Linie. Schauen wir mal, Zeit bestätigt. 56,920, also Zeit auch alles soweit. So, gelbe Flagge. Wo war gelbe Flagge? Und da haben wir den Major de Sola. Danke dir, Hakko. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ja, fährt er gleich nochmal weiter. Major de Sola hier mit Einschlag vorne links und haben wir die Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen. Da ist Einschlag für Major de Sola. Man merkt so lange, wir kommen jetzt an die 2-Stunden-Grenze. Da wird es langsam mit der Konzentration schwierig. Ja, also, ich denke mal, der wird. Akku, grüß dich. Ihr werdet es merken. Sophie auf 1, Lopsi 2, Monch auf der 3. Dann haben wir Batti auf der 4, der ein bisschen Zeit verloren hat. Er war ja noch in der Box. Dementsprechend hat er dann wieder Zeit verloren. Da war er vorhin Monch in der Box. Abstand kleiner, jetzt ist es dann wieder. Ja? So, dann haben wir auf den Platz 5, wie gesagt, den Sebi. Wie gesagt, das sind die ersten 5. Und dann haben wir schon den ersten GT3-Fahrer, der jetzt hier überholt. Major de Sola wird von Lefty überholt. Dann haben wir hier den Master, der jetzt in der Box war, 22 Runden auf Lefty hat. Dann haben wir zwischen Master und Herr Grewe 50 Sekunden Unterschied. Läuft alles nach Plan. Alle an die Box fahren. Sind bereit für die Übergabe. Alles klar. Gut. Sehr gut. Ja, wie gesagt, gleich beim CD-Meister geht's weiter. Also ihr könnt dranbleiben, ihr werdet rübergeradet von mir. Also keine Sorge. Ja, das ist hier alles von Streamer zu Streamer, wenn es mal geht. So, dann haben wir Nürburgring Picks gehabt, überrundet worden von Motorschaden bei Nürburgring Picks. Also, was ist mit dem? Das war doch gerade so eine, gar nicht so langsam. Da sehen wir es dann, da fährt er schon langsam und da wird er im schon überholt. So, Senna haben wir auf der 11, Major de Sola auf der 12. So, bei Sophie 106. 106 Runden bei ihr. Und da gibt es hier gleich das Duell zwischen Platz 1 und 3. Nur das Platz 1 hier an der 3 gegen Platz 3 fährt nur in umgekehrter Reihenfolge quasi. Ne? Blaue Flagge bekommt der Monch, der 2 Minuten 47 hinter der Sophie hängt. Und die Sophie hier wirklich alles gibt schon die Lichthube. Sophie gibt schon die Lichthube. Liebe Freunde, kurz vor Schluss sehen wir hier ein fahrisches Niveau 57. Zeitner zu 56. Also, Augenblick haben wir es. Und hier macht er sehr fair Platz. Also, Mon, super gemacht. Na, muss man auch neidlos anerkennen, wenn der Erste vorbei will, dass man hier auch mal Platz macht. Und man kann ja dann wieder schön fighten. Hier kann man wieder Gas geben. Ja, aber das muss man hier auch
mit Berücksichtigung und super Aktion hier vom Monch, der hier für F1 Revolution fährt. Gehen wir nochmal rein hier ins Fahrzeug schnell und sehen hier einen PT-Fahrer auf der rechten Seite. Hier noch einmal Nürburgring Pix mit dabei. Aber es ist schon brutal, was die Sophie heute in ihrem zweiten Stint kommt sofort. Was sofort hier so für uns zustande bringt. So, ich gehe mal auf die Echtzeittabelle an, die Rundentabelle. Da haben wir Flopsy mit 1 Minute 2. Dann 1 Minute 47. 22 Sekunden zwischen Batti und Monch. Dann zum Sebi hat er 2 Minuten 5. 9 Minuten 9 vom Lefty. Dann Master 22 Sekunden, 1 Minute 17, 2 Minuten 53, Nürburgring Pix 5 Minuten 39, Senna 6 Minuten 15, Major de Sola 1 Minute 21. So. Ja, zwei Runden haben wir zwischen diesen beiden, zwischen Flopsy und Sophie. Und wir haben drei Runden sogar zwischen Sophie und dem Monch. Also unglaublich. Na, sie werden definitiv mit Vorsprung in Stint Nummer 7 gehen beim CT-Meister. Und guten Abend an Afterwork Motorsport. Eigentlich dasselbe Setup. Ja, das ist immer so eine Frage, ob man zusammen trainiert, wäre natürlich von Vorteil. Weil der eine weiß ja das manchmal ein bisschen mehr als der andere. So, wir haben noch gute 19 Runden vor uns. So, gute 19 Runden haben wir uns noch vorzugewinnen. Haben wir gesehen, dass der Monch hier vorbeigegangen ist an Herrn Greve. Batti 22 Sekunden nur dahinter. Der Sibi 5 Minuten dahinter. Ja, so knapp 2 Minuten dahinter haben wir vorhin in der Tabelle gesehen. 21 Sekunden hat nur noch der Master auf Left. Also ein bisschen zufahren konnte er, minimal ein bisschen. Ne, aber das ist nur ein Hauch von. Wie kommt der auch schon wieder angeschossen? Kein Stress bitte. zusammen. Okay. Wollte ich schon sagen. Was zum Abstand? Ja. Ich finde schon so ein paar so. Boah, Sophie, das war aber ab. Deckopfanne, das war aber mal so richtig knapp so auf der Rasierklinge. Schaut es uns nochmal an. Sophie ist da rangeflogen. Das hätte ja alles passieren können. Geht außenrum vorbei. Na, haben wir Glück gehabt, dass die hier. Oh. Dass der Master innen drin so fährt, ne, dass es nicht weiter nach außen gegangen ist. Da. Stell dir mal vor, der Tabellenerste holt jetzt hier gerade auch einen Motorschaden oder so. Natürlich hat er Vorsprung 3 Runden, ne? Ja, aber trotzdem. So, Quadi ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Grieve ist jetzt 16 Sekunden hinter der Sophie. Wer dem Augenblick ein Einsamer, das ist in Runde 94. So, Marc immer noch auf Platz 9. 19 Sekunden. Hat er hinter der führenden 57er Zeit den Turbo komplett aufgebraucht. Den Akku. Ja, 59er Zeit. So, Nürburgring Pix. Die nächste Fahne geschwenkt.
Oder könnte hier vom Kollegen Lefty sein. Lefty auf 6 gegen den 10. Nobody Picks. Gleiches Duell. Müssen beide aufpassen. Weil von hinten kommt das LMP1-Fahrzeug. Und jetzt wird es natürlich schwer, weil beide ihre Linie natürlich halten. Dann muss ich halt der LMP1-Fahrer kurz mal zurücknehmen, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Und jetzt kann er auf der Geraden hier vorbeigehen, weil jetzt beginnt gleich das Duell hier der zwei Mercedes-Piloten auf der Geraden. Da bin ich mal gespannt. Ja, Lefty versucht sich den Windschatten zu nehmen vom Wirbelwind. Pix hat jetzt innen drin die Bahn. Hat jetzt knapp 270 auf der Uhr. Ja, also 10 Sekunden hat man in der Regel mehr an Überschuss drauf. Wie normal. So, jetzt ist gleich Sophia wieder durchgerast. Die Sophie fliegt. Das ist Wahnsinn. Die fliegt hier einfach durch gerade. Wahnsinn. Mazda haben wir auf der 7, 8er Greve, 9 den Mark, 10 haben wir Nürburgring Picks. Gerade gesehen, Senna ist in der Box. Senna mit Frontschaden, liebe Freunde, deswegen in der Box. Major De Sola hat gerade die Überrundung von Flopsy kassiert und wir sehen 114 drin. 114. Jetzt die Sophie wieder mit einer Überrundung gegen ein LMP1-Fahrzeug. Das müsste der Marc sein, ja. Marc hier auf der 9. Sophie geht außenrum, schön mitgespielt von Marc. Hier beim 24-Stunden-Event von Blue Moon, von GTRP und Candy Cave. Möglichkeit, ja, überall wo ich hinschalte, ist gerade Sophie da. Also, es ist schon echt brutal. Egal wo ich hinschalte, ist Sophie da. Zack, 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 zack. Daniel, deine Jungs haben sich nicht angemeldet zu meinem Stint. Dadurch fahren sie auch nicht mit. Wenn du meinst, KBTV. Und mit der Sohle haben wir auf der Nummer 12. 104, 105, 105. Seine Zeit. Ja. Schade deswegen, aber wenn sie nicht anmeldet, kann man jemanden, na, ist halt einfach doof. Was willst du machen? Ist natürlich schade, weil dadurch haben wir jetzt nur 12 Fahrer, beziehungsweise weil wir einen Disconnect leider hatten, so wären wir 13 Fahrer gewesen, aber ja. Denke mal, dass sie, wenn man sich anmeldet im nächsten Lauf, vielleicht können sie, vielleicht sind sie schon dort. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Dritte MP. Dorsti kam nicht in Lobby. So, Flopsy 1,5 Minuten nur noch zurück. Also, Übergabe wird so sein, hier in der Reihenfolge, was ihr auf der linken Seite seht, wenn ihr neu dazugekommen seid. Und passt! Batti ist vorbei, liebe Freunde. Batti ist am Monsch vorbei. Er war in der Box. Und Batti ist vorbei. Batti mal auf Platz 3. Ne, Monsch war schon in der Box. Batti im Augenblick auf Platz 3. 10,49 im Augenblick auf Platz 3. Und die Jungs von F1 Revolution auf Platz 4 nun. Meine Mechaniker sind nervös. Ja, dann gib ihnen was zu trinken, dass sie nicht so zittern beim Reifenwechsel. Wäre sonst schlecht, wenn sie die Radmutter wegschmeißen würden. Bud Spencer, das wäre natürlich nicht von Vorteil. So, im Augenblick sind wir bei 3,9, 3,8 Sekunden. Bin ich gespannt, ob Batti hier die
Zeit quasi ins Ziel retten kann, beziehungsweise hier den dritten Platz übergeben kann. So, Wurst, sie nimmt sich erstmal der Bratwurst, lass es dir schmecken. Dann haben wir den Sibi Mir hier mit 6,5 Sekunden 2,01. Und Sibi, ich hab dir gesagt, ich schau dir heute auf die Finger. Na? Ja, alias Hobelschlunze, wer ihn aus dem Discord kennt, Sebi ist alias Hobelschlunze. Einer beloppten Österreicher, was ich glaube ich kenne. Der jetzt hier auf Position 5 fängt, in 5 Minuten 49 zurück. Ja, wir haben ja wie bei Wetten, dass hier die Freunde aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz. Ja, und auf Position 6 haben wir sogar noch eine Belgier dabei. Also, internationales Fahrerfeld am heutigen Abend wieder bei mir. Alter, von der Junge, Junge. Bleiben wir mal kurz drauf, weil das ist schon richtig hart hier. Was wir haben. Hier, vierter Platz, haben wir den Sebi, dann haben wir den Marc davor, dann der Grebe ist da vorne, Flopsi haben wir da vorne. Und wer ist das? Der Nürburgring Picks. Bin ich doch. Bin doch hier schon drauf. Da fährt er doch. Da, hier. Da, 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 guck sie an. Da. Hier so, mitten im Bild. Next Max. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Da war der ganze Bild. So, jetzt kriegt er natürlich den Konter von dem Marc mit seinem LMP1-Fahrzeug. Aber wir haben hier ihn gesehen. Next Max, ich hoffe, du hast ihn gesehen. Hab mir ihn gerade im Bild gehabt. Was macht man sich? Ich mag dir doch nicht verlegen. Ich hab's nur gesagt. Vielleicht einen Schnapp vorher, dass die noch ein bisschen ruhiger werden. Deftig ist Deutsch. Wer tut denn Sicht? Deswegen sag ich's doch. Ich weiß, dass es Skywinger ist. Na? Aber in dem Fall mit der Fahne. Wenn er das so hinschreibt, dann ist es jetzt Belgier. Hat er einfach Pech gehabt. So, Sophie, schaut's aus. 121. Runde. Wir haben noch gute 8 Runden. Jetzt gleich 7 Runden zu gehen. Dann geht's gleich weiter zum CT-Meister. Kein Problem, bitteschön. Machen wir mal. Habe ich mein Bildchen drauf auf meinen Streamer-Kollegen. Warten kann man. Warte mal. Schade, man kann keinen Abstand sehen zu P7. Ja. Nicht günstig. Ja. Ja, du kannst ja den Abstand hier zwischen den beiden sehen: 16:12 zu 17:18. Also sind wir bei einer knappen Minute. Bei einer knappen Minute. Entschuldigung. Halt, so rum war's. Ja, genau. In knapp Minute sind wir hier Unterschied zwischen diesen beiden. Lopsi haben wir auf der 2, 1 Minute und 8. Mit Runde 21. Also, wir gehen nochmal die Reihenfolge für euch durch. Dann haben wir die Sophie auf der 1, unseren Flopsi auf die 2, Batti mittlerweile auf der 3, hält seinen Abstand auf dem Monsch, der auf der 4 mittlerweile ist. Dann haben wir Sebi auf der 5. Dann haben wir unseren Lefty auf der 6, Master auf der 7. 8 haben wir Greve, 9 den Mark. 10 haben wir unseren Nürburgring Picks. 11 ist Major de Sola mittlerweile und Senna haben wir auf der 12. Was, wie viele Sekunden hat Senna von dem Runden zu ihm? Naja, Senna hat 90 und Major de Sola hat auch 90. Also die beiden sind nur knapp 5 Sekunden. Ja, knapp 5 Sekunden haben wir hier Unterschied zwischen Herrn Major de Sola und dem Senna. Eine circa gleich schnell unterwegs. Ja. Da vorne fährt er. Jo, danke, kein Problem. So, geht natürlich hier blaue Flaggen geschwenkt. Von hinten kommt die LMP1-Bedrohung.
schön auf der rechten Seite geblieben. Innen geht man durch. Und mit dem Abstand von knapp 5 Sekunden kann man ja leben, ne, Sven, weil wenn dann Fahrerwechsel ist, dann weißt du ja nicht, wer der andere Fahrer ist und dementsprechend sehen wir es dann weiter. Sollen wir mal auf Sophie schauen, wann die reingeht. Dementsprechend rede ich euch dann gleich. Wie gesagt, jetzt geht es gleich bei mir weiter. 2 Stunden lang reden wir jetzt zum CD-Meister. Dann geht's zum Rippe. Unser Ralf ist dann auch wieder dran und meine Wenigkeit, wie gesagt, von 4 Uhr bis 6 Uhr in der Früh. Ihr habt quasi die Frühschicht. Wir haben noch 3 Runden. 3 Runden haben wir noch. Und es schaut so aus, als würden wir, ja, hier sehen wir noch eine schöne Überrundung. Matti hat jetzt mittlerweile 6,8 Sekunden weggefahren. Nein, Matti wieder auf der 4. Und der Justin kommt mit 3 Zuschauern drüber. Vielen, vielen Dank, Justin. Vielen, vielen Dank. Da hat irgendwas gegeben. Weil jetzt ist auf einmal Batti wieder auf der Position Nummer 4. Okay, habe ich so nicht gesehen. Habe ich leider nicht gesehen. Das tut. Vielen, vielen Dank. Eine Runde war 1:07. Ja, dann war er wahrscheinlich in der Box. Dann war er wahrscheinlich in der Box. So. Das Dui, Servus. Danke dir. Thank you. 26. Runde sind wir. Bleiben wir nochmal bei Sophie drauf. Nein, hat keinen Schaden. Nö. Nichts angezeigt. Ist ärgerlich, weil er halt schon vorne war, aber dann war er in der Box und dementsprechend hat er, vielleicht muss er auch nochmal ein bisschen nachtanken. Das schaut mir eventuell aus. Schaut mir eventuell so aus, als würde er nochmal nachtanken musste. Ja? Hat er auf jeden Fall weniger Sprit drin. Von daher, er hat einen Dreher. Okay. Haben wir leider nicht drin gehabt. Alle Mutmaßungen sind damit zu hin. Aber wie gesagt, Monch verliert trotzdem immer Zeit. Verliert immer Zeit zu 4,5 Sekunden. Und das könnte jetzt gleich beim CD-Meister richtig spannend werden. Okay. Michel, ja, ne, wir haben es ja aufgelöst. Er war auf jeden Fall in einen Dreher, hat sich einen Dreher eingefangen, aber er kommt wieder ran. Ne, also 4,4 Sekunden. Danke, der Kev, vielen, vielen Dank. So, und wir gehen quasi in die letzte Runde, liebe Freunde. Letzte Runde, bevor es dann zum CD-Meister geht. Also, alles fertig machen. Ihr braucht nichts machen. Ich schiebe euch einfach rüber zum CD. Sobald dann die Sophie gleich in Runde 29 gleich in die Box fährt. Werden wir euch gleich rüberschubsen. Hat Boxenfunken 63, naja, wenn er dann wieder schafft. So, nochmal vorbeigegangen am Teamkollegen. Und Sophie wird jetzt gleich in die Box fahren, liebe Zuschauer. Danke, der Vater. Ach, 129, sorry.
Wir sind ja eine Runde zu früh dran. So, gehen wir nochmal durch schnell. Alpha Blitz 1, Flopsy 2, Monch auf der 3, dann haben wir Batty auf die 4, 5 haben wir den Sebi, 6 haben wir Lefty, 7 haben wir den Master, 8 der Greven, 9 haben wir den Mark, 10 haben wir Nürburgring Picks, 11 Senna, 12 Magic Solar und ich rate euch schon mal rüber, weil Sophie fährt gleich rüber. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann von 4 bis 6. In diesem Sinne, lasst den mir da einen lieben Gruß beim CT und wir sehen uns dann. Bis später. Vielen, vielen Dank. Dann geht's gleich rüber. Zack. Just Dio.